Servus, ich habe heute wieder was Schönes für euch. Hey, warum sieht man das nicht? Hier, einen krassen Luftfilter. Hier, und zwar ist das dieses Gerät von Rite HD oder was? Ich hoffe, man spricht das richtig aus. Mit TÜV. Und die packen wir jetzt einfach mal aus. Das ist eigentlich ganz simpel. Hier ist der Filter. Hier sind drei Adapter dabei. Zwei, drei. Das ist gut offen. Warm. Und den wollen wir heute ersetzen. Weil ich will dieses und so haben. Und das kann man damit machen. Heißt, wir bauen hier den Luftfilterkasten ab. Ich habe den zwar schon mal bearbeitet, um mal zu gucken. Aber habt ihr ja im Vergleich, wie du gesehen hast, macht ja gar nichts. Also da kommt ja gar kein Sound raus. Also bauen wir jetzt erstmal den Kasten hier ab. Dazu nehme ich mir einfach eine Ratsche. Eine. Ich mache mal so mit euch zusammen. Komm, gib eine in der Olga. So, eine Kreuz. Schlitzkreuz. Ich lasse wieder abhören, Leute. So. Sind zwei Schraubis. So rausdrehen. Die bleiben auch drin, die sind so verankert. Hier, die sind hier so gehakt. Ich versuche euch das euch so zu zeigen. Eigentlich komm, ich räume jetzt erstmal das ab. Das kann ich euch nicht zeigen, weil das so eng ist. Sind ja einfach noch hier ein Kreuzer. Und da, wo ist sie? Wo sei denn? Hallo? Da, zwei Stück gegenüber. Weil das Ding kommt ja weg. So, die Schräubchen habe ich ab. Dann habt ihr noch hier so einen schönen Schlauch. Den könnt ihr auch abmachen. Das ist für die sekundäre Luft. Zusammenpressen. Ei, das ist doch immer doof. Mit einer Hand. Das sieht jetzt erstmal so raus. So, das ist ein bisschen loser. Zurück. Hoffentlich da. Selbst mit zwei Händen Krampf, ey, weil das ging genau hier unter, also wo es zu eng ist. Ist auf jeden Fall ab. Dann sieht das hier so aus. Alter, ich kann nicht filmen. Muss ich da noch was abmachen? Gemacht. Ja, ich guck mal kurz, warte mal. So, nee, alles gut. Einfach nur wirklich ziehen, ist hier auch so eine Dichtung drin. Ne? Und ja, hier kommt der jetzt eigentlich drin. Und der kommt natürlich raus hier, der Gelumpe. Bam. Ja, ich habe das nicht so gut hinbekommen mit diesem Filterkasten. Bearbeiten. Ich hatte nichts zum Flexen und dachte, okay, kann ich hier einfach bam, bam, bam machen, aber ein Scheiß. Wie gesagt, das ist eigentlich auch nicht erlaubt, Leute. Für so ein Quatsch hier. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich diesen Sound haben wollte. So, wir haben drei Adapter, so gesagt. Und das mittlere. Ja, ich muss gerade überlegen. Genau, kommen beide drauf. Kommt hier ein Auto, hallo. So, das kommt dann hier wieder drauf. Und der kommt dann hier drauf.
Das muss ich auch wieder ohne euch filmen. Einfach nur drauf machen, festschrauben hier mit der Schelle. Und dann jetzt was? Mach die Dichtung auf jeden Fall vorher drauf. Und dann, wie gesagt, einfach nur drauf machen. Schön, dass man das so sieht. Den Kasten könnt ihr drin lassen. Kommt noch ein bisschen frische Luft drin. So, so sieht es jetzt aus. Okay, sieht jetzt, ist jetzt nicht so schön als Ball, aber für den Sound, was macht man da nicht an etwa? Ich bin jetzt echt gespannt, ob das noch krasser ist als wie ohne Luftfilter, so wie letztes Mal. Im Video. Was soll man dazu noch sagen? Also das ist ja noch krasser. Ich hatte es ja vorher mal in so einem Video, habe ich das ja abgemacht, den Schlitzschraubenzieher dazwischen. Und das war ja eigentlich schon krass. Aber das Ding ist ja richtig am Eskalieren jetzt. Ja, geil. Mal gucken, vielleicht mal noch ein paar Fahrtaufnahmen. Ich habe jetzt keine gemacht ohne, weil ohne hörst du nichts. Mal gucken, wie mit ist. So, ich mache es jetzt hochkant. Weil ich hier extra ein Handy halt drin habe, dann fällt mir das Handy wenigstens nicht hin. Ich hoffe, man hört das auf dem Video.